Ich habe ihm nie geglaubt. Und das ist keine Überraschung. Aber Khans Worte waren wahr. Dieser seltsame Fluss hat mich in die Vergangenheit gebracht. Zu dem Moment, wo ich das Signal gab und alle Schwarzen vernichtete. Und dann wurde ich an dem Ort abgesetzt, an dem ich den letzten Überlebenden dieses Volkes finden konnte. Ein hilfloses und harmloses Kind. Khan nannte ihn den letzten Engel. Zug in die Zukunft. Der Fluss hat uns jetzt zu dem Ort gebracht, wo wir den Schwarzen finden. Ich hab das im Gefühl. Hörst du das? Das ist der Zug. Wir sind richtig. Beeilung. Wir müssen ihn ankurbeln. Die Route. Ja, ich kann schon. Oh. Mann. Zwei weitere. Feuer. Oh. Ich war kurz davor. Jetzt bin ich das Mal gestorben. Das ist alles zu schnell. Wir müssen uns schützen und kann passiert nichts. Tun sie nicht. Alles klar. Es gibt keine andere Möglichkeit, ihn anzuhalten. Verdammt, die Rote. Ich mache es schneller als wir. Halte durch, Artyom. Wir nehmen die Nebenstrecke. Feuer! Wir sind also doch nicht in der Vergangenheit noch. Jetzt, das ist jetzt Realität. Ah, das ging ins Auge. Los, los! Geronimo! Das ist Geronimo! See you later! Ah, das tut weh, so eine Schrotflinte aus nächster Nähe. Oh, erstmal ein Buch mitgenommen. Es tut mir aber leid. Wie weit noch? Ach ja, dann hatten wir gerade einmal kurz die Zukunft gesehen. Jetzt ist das nämlich hier der Brand. Der Schwarze. I need your help. Masan.
Der Moment, wo der Schwarz uns gerettet hat. Als Kind. Geworden. Mama, ich hab Angst. Hab keine Angst. Es gibt nichts, wovor du jetzt Angst haben müsstest. Geh nicht, Mama. Ich bin jetzt ganz alleine. Du bist nicht alleine. Du bist der Erste. Wir haben uns an dich erinnert und haben gewartet. Wir konnten uns an alle Gedanken unserer Art erinnern. Und du hast alle getötet. Und jetzt bin ich allein. Eine Spezies, die sich ihr Gedächtnis teilt. Nein, jetzt ist er tot. Scheiße. Natürlich könnte ich ihn nicht töten. Und solange ich lebe und mein Herz schlägt, werde ich ihn beschützen. Khan sagt, wir können ihn benutzen, um den Krieg zu verhindern. Ja, er kann Wunder geschehen lassen, aber ich will ihn nicht benutzen. Sein Krieg war vorbei, als ich die Raketen auf sein Zuhause richtete. Auf seine Familie. Der Ursprung der Schwarzen... ist ja auch nicht klar, die waren ja auch irgendwie plötzlich da. Ein Kind. Jetzt Pulis erreichen. Ich benutze jetzt wieder die richtige Munition, die wir auch als Guild benutzen. Muss ich weniger auch verbrauchen. Oder ich nehme mal die Schrot lieber. Sollen sie mal. Du und die anderen Leute seid stark. Ihr könnt jeden töten. Ich komme mit dir. Etwas, das du kennst. Ich brauche es. Verstehst noch nicht. Etwas Wichtiges. Was brauchst du?
Ein Schrimm. Es gibt noch so einen Erfolg. 5 Shrimps töten. Filter. Lecker. Mal eintauschen. Ah. 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 Die Kreuzung. Natürlich könnte ich ihn nicht töten. Und solange ich lebe, mein Herz schlägt. So. Ich erinnere mich, warum ich immun gegen den Einfluss der Schwarzen bin. Ich bin tatsächlich ein Auserwählter. Doch ich bin nicht so geboren worden. Ich wurde erst an dem Tag so, an dem wir die Luftschleuse öffneten. Das war das Intro. Der Tag, an dem ich zum Sterben verdammt war. Ich sollte von wilden Bestien in Stücke gerissen werden, aber dieser Schwarze rettete mich. Ich war der erste Mensch, den sie je getroffen hatten. So war es geschehen. Und bevor ich überhaupt Gelegenheit bekam, Angst zu empfinden, beruhigte er mich. Denn so stellten sie eine Verbindung her. Mit Erwachsenen ist das schwierig hinzubekommen. Aber mit Kindern... Sie sind noch nicht festgefahren, ihre Seele hat noch keine Kruste und ist leicht zu berühren. Ich war der Erste. Der erste Kontakt zur Menschenwelt. Wir sind also nichts Besonderes. Wir sind als nichts Besonderes geboren worden. Aber woher die Schwarzen kommen, weiß man ja nicht.